Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 90. Der Feind meines Feindes. Zweiter Teil. Die Hälfte der Schularbeiten war er bereits durchgegangen und den Rest wollte er morgen erledigen, sodass er sein privates Büro verließ, um es sich mit einem Schluck Elfenwein vor seinem Kamin gemütlich zu machen. Sein Hund schlummerte in einem großen Korb und ließ sich von ihm zur Begrüßung tätscheln. Gleich darauf entledigte sich Severus seines hochgeschlossenen Gehrocks und eröffnete die Knöpfe seiner Weste, die er stets über dem weißen Hemd trug. Dem Schränkchen neben dem Kamin entnahm er ein Glas und eine Weinflasche. Und während er sich etwas einschenkte, fiel sein Blick auf die Flasche Nesselwein im Schrank, die Harry ihm letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte. Dann hörte er plötzlich eine dumpfe Stimme aus seinem Schlafzimmer, aber er verstand die Worte nicht. Er zückte seinen Zauberstab und schlich sich leise an, doch er wurde mit einem Male stutzig. Sein Hund lief normalerweise, wenn sich jemand in seinem Raum näherte, schon Minuten vorher wachsam zur Tür, und jetzt, wo sich unüberhörbar eine Person in seinem Schlafzimmer aufhalten musste, lag er seelenruhig in seinem Korb und schlummerte. Vorsichtig betrat Severus sein Schlafzimmer. Den Zauberstab senkte er wieder, als er auf das in die Höhe gerichtete Gesäß seiner Schülerin blickte, die neben dem Bett hockte und mit einem Arm wie wild darunter herumfuchtelte. Dann vernahm er ihre Stimme. Wehr dich nicht. Ich will nicht spielen. Du sollst da rauskommen. Herr. Severus hielt inne, da bereits die erste Silbe ihres Namens, die seine Lippen verlassen hatten, sie so sehr erschreckt hatten, dass sie sich ihren Kopf am Bettgestell gestoßen hatte. Auf den Knien rutschend hatte sie sich umgedreht und ihren Körper aufgerichtet, bevor der Schmerz sie etwas verspätet durchfuhr, sodass sie sich mit einer Hand den Hinterkopf rieb und dabei stöhnte. Mein Kniesel hat sich unter ihrem Bett verbarrikadiert und will einfach nicht herauskommen. Er grinste und ihr war nicht ganz klar, ob er Schadenfreude empfand, weil sie sich den Kopf gestoßen hatte, oder ob ihm die Situation an sich amüsiert stimmte. Belustigt sagte er. Hermine, ich hätte vermutet, Sie wüssten, dass man in solchen Fällen an den Spieltrieb eines Tieres appellieren muss. Greifen Sie nicht nach ihm, sondern locken Sie ihn. Sie stand auf und rieb sich weiterhin den Hinterkopf, während sie auf den Boden schaute und nachdachte. Sie zog ihren Zauberstab, aber ihr schien nichts einzufallen, und während sie sich noch immer in seinem Zimmer umblickte, bemerkte sie auf seinem Nachttisch ein dünnes, strahlend weißes Büschel langer Haare. Ein genauerer Blick verriet ihr, dass es sich um Einhornhaar handelte, und ein daneben liegender Einkaufszettel bestätigt ihr, dass er es kürzlich gezahlt haben musste, denn diese seltene Zutat ging offensichtlich zur Neige. Sie griff nach dem Büschel strapazierfähiger Schweifhaare und grinste einmal frech zu Severus hinüber, bevor sie die Haare auf dem Boden hin und her bewegte. Auf der Stelle kam der Kniesel unter dem Bett hervor und angelte nach den Haaren, die Hermine nun so hoch hielt, dass er sie nicht erreichen konnte. Sie griff sich ihren Kniesel, der sofort wohlig zu schnurren begann, legte das Einhornhaar wieder auf Severus' Nachttisch und strahlte ihn mit einem triumphierenden Lächeln an. Erwarten Sie nicht von mir so etwas Albernes wie einen Applaus, sagte er trocken, wodurch sich ihr Lächeln abrupt verabschiedete. Wie wäre es stattdessen mit einem Schluck Elfenwein? Ihr Lächeln kam genauso schnell wieder, wie es verschwunden war. Am nächsten Morgen am Frühstückstisch
war Harry der Letzte, der von allen Lehrern gekommen war, und es war anzunehmen, dass er sich mit Absicht Zeit gelassen hatte, um nicht Rede und Antwort stehen zu müssen. Nachdem sich Harry neben Severus gesetzt hatte, flogen bereits die ersten Posteulen durch die Öffnungen im Dach der großen Halle. Erst gestern hatte Hermine per Eule ein Exemplar für den nächsten Tag bestellt und sofort bezahlt, sodass sie nun neugierig die pünktlich gelieferte Sonntagsausgabe der Muggelpost aufschlug. Die erste Seite wurde von einer Schlagzeile geziert, die sie erschrocken Luft holen ließ, sodass Severus sich nach rechts wandte und sie fragte: Was haben Sie? Hermine hielt ihm die Schlagzeile unter die Nase und dort stand fett gedruckt, was Severus leise vorlas: Muggelhotel in Aberdeen in Flammen aufgegangen. Severus bemerkte, wie die Hände seiner Schülerin zitterten. Sie war sich bewusst darüber geworden, dass sie gestern alle ihr Leben hätte verlieren können. Gleich darauf warf sie Harry die Zeitung unwirsch auf den Tisch und sagte vorwurfsvoll: Ich würde heute gern deine Vision hören, Harry. Harry überflog die Schlagzeile und sagte gelassen: Warum? Du weißt ja jetzt, warum wir abreisen mussten. Sie beugte sich am Tisch vor, damit sie an Severus vorbei angestrengt leise entgegnen konnte. Aber warum wusstest du das? Hermine, brachte Harry gereizt heraus. Denn wenn er mit ihr darüber reden würde, dann bestimmt nicht während des Frühstücks am Lehrertisch. Gerade wollte sie noch etwas entgegnen, da sagte Severus, dem sie so nahe war, dass sie seinen Atem spüren konnte: Ich bitte Sie, Hermine, Sie versperren mir den Zugriff auf mein Frühstück. Sie blickte Severus kurz an, bevor sie sich ihre Ausgabe der Muggelpost schnappte und sich wieder normal hinsetzte. Anstatt wie Harry oder Severus zu frühstücken, las sie den dazugehörigen Artikel auf Seite 3 weiter. In dem Hotel war für Samstagnachmittag eine kleine private Veranstaltung geplant gewesen, und zwar von niemand anderem als Robert Hopkins. Die Veranstaltung war im Artikel als eine kleine Vereinsversammlung beschrieben worden. Die Muggelpost hatte kein Wort darüber verloren, was wirklich hinter Robert Hopkins steckte. Entweder wussten sie es nicht oder sie hielten es nicht für wichtig genug, dessen Hetzkampagne gegen die Zaubererwelt zu erwähnen. Auf jeden Fall war diese kleine Versammlung von anderen gestört worden. Es war zu einer Auseinandersetzung gekommen, bis irgendwer Molotow-Cocktails geworfen hatte. Von der Seite hörte sie, wie Severus fragte: Was ist ein Molotow-Cocktail? Zuerst schaute sie entgeistert an, bis ihr klar geworden war, dass er den Artikel unbemerkt mitgelesen haben musste, weswegen sie lächelte. Gleich darauf erklärte sie: Das ist eine Glasflasche, die mit brennbarer Flüssigkeit gefüllt ist. In den Flaschenhals steckt man einen fetzen Stoff, den man anzündet, bevor man die Flasche wirft. Wenn sie zerschellt, fängt die breitflächig verteilte Flüssigkeit sofort Feuer, sagte er ihren Satz beendend, so dass sie nur nicken musste. Muggel haben erschreckend ausgefallene Ideen, fügte er hinzu. Ja, und sie sind darüber hinaus beängstigend wirkungsvoll, entgegnete sie besorgt, woraufhin er sanft nickte. In seinem Büro sitzend las Arthur den Artikel in der Muggelpost und er wurde sich darüber klar, dass er endlich einen Entschluss fassen musste. Er hatte nicht nur erfahren, dass er eine Auseinandersetzung in Aberdeen in Zusammenhang mit Robert Hopkins gegeben hatte. Durch einen vertrauensvollen Auroren, der sich gestern während seines Urlaubs zufällig in dieser Hafenstadt aufgehalten hatte, hatte er zudem die Information erhalten, dass einer der von der Muggelpolizei festgenommenen Unruhestifter ein Squib gewesen wäre und der zweite ein Zauberer. Der Squib gehörte, auch wenn er selbst in der Muggelwelt leben sollte, noch immer der Zauberergemeinschaft an, sodass Arthur zu Kingsley sagte: Ich muss mich mit dem anderen Minister treffen, King. Ich muss diesen Squib und den Zauberer herholen und beide verhören. Kingsley bejahte lediglich, denn er wusste längst nicht mehr, wie sie sonst noch an weitere Informationen herankommen könnten.
da sich Malfoy noch immer sträubte, sie nach dem letzten Besuch, bei dem sie ihm heimlich Veritaserum eingeflößt hatten, zu empfangen. Dann kontaktiere ihn oder überfall ihn einfach, empfahl King. Nein, ich kann ihn nicht einfach so aufsuchen. Ich mache es wie Fudge. Das Gemälde soll mich ankündigen. Ich kann nicht verantworten, dass der Premierminister einen Herzinfarkt bekommt, sollte ich dort einfach so auftauchen, sagte Arthur. Heute ist Sonntag. Vielleicht erreiche ich ihn ja auch gar nicht, mutmaßte Arthur. Kingsley lachte und sagte, du bist heute auch hier im Ministerium und nicht zu Hause. Regierungsoberhäupter arbeiten immer, Arthur. Arthur stellte sich bereits in seinem Büro vor ein Gemälde mit einem nicht schön anzusehenden altertümlichen Schreiber. Der hässliche Mann in dem Gemälde sagte, ich habe zugehört, Minister. Soll ich Ihren Besuch sofort ankündigen? Ja, sagen Sie ihm bitte, ich wäre in spätestens 10 Minuten bei ihm und machen Sie ihm bitte keine Angst, ja? Bat Arthur höflich, doch der Herr im Gemälde schnaufte nur verachtend. Im Büro des Premierministers der Muggelwelt hatte eben eine Besprechung stattgefunden, weswegen er jetzt, ohne seine Gäste, noch einmal das mitgeschriebene Protokoll durchging, als plötzlich eine hässliche Gestalt in einem Gemälde auftauchte und Psst machte. Erschrocken blickte der Minister sich um. Sein Blick fiel auf die geschlossene, kastanienbraune Tür, dann auf einige Bilder und letztendlich auf das Bild, in welchem eigentlich keine Person abgebildet war. Als er bemerkte, dass die Person in dem Gemälde sich auch noch bewegte, atmete er erschrocken ein. Dann ertönte eine Stimme, die direkt aus diesem Gemälde kam, welches er zu Beginn seiner Amtsperiode zu entfernen versucht hatte. Aber das Bild hatte man einfach nicht von der Wand bekommen. Sehr geehrter Herr Minister, wir hatten schon einmal das Vergnügen, falls Sie sich erinnern, grüßte der hässliche Mann aus dem Kunstwerk heraus. Der Premierminister schluckte und nickte, denn er bekam kein einziges Wort heraus, sodass das Gemälde, nachdem es einmal geseufzt hatte, ihn darüber in Kenntnis setzte. Der Minister der Zaubererwelt hat sich für ein persönliches Gespräch mit Ihnen entschlossen und wird innerhalb der nächsten 10 Minuten in Ihrem Büro auftauchen. Bitte treffen Sie entsprechende Vorkehrungen und teilen Sie Ihrer Vorzimmerdame mit, dass Sie für die nächste Stunde nicht gestört werden möchten. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Der hässliche Mann aus dem Gemälde verschwand wieder. Doch der Premierminister starrte mit großen Augen weiterhin auf das leere Schreibpult, das das Bild zeigte, und stieß es vorsichtig mit einem Kugelschreiber an. 5 Minuten später knisterte es laut im Kamin des Büros und der Premierminister erhob sich aufgebracht von seinem Stuhl, als ein Mann aus dem Feuer trat, der ihn gleich darauf freundlich anlächelte und begrüßte und ihm dabei die Hand reichte. Nach der Begrüßung begann Arthur sogleich zu erzählen, doch er hielt inne, als er den erschrockenen Gesichtsausdruck seines Gesprächspartners erblickte. Vorsichtig und besorgt fragte Arthur den anderen Minister. Es geht Ihnen doch gut, oder? Hat das Bild Sie nicht vorgewarnt? Er betrachtete kurz das entsprechende Gemälde, welches mit einem Klebezauber versehen war, sodass die Zauberwelt immer einen Kontakt zur Muggelwelt haben würde. Endlich sprach der andere Minister, jedoch sehr abgehackt. Nachdem der andere Minister einmal geseufzt hatte, erklärte er. Entschuldigen Sie bitte, aber nach Ihrem ersten Besuch dachte ich lediglich, dass der Stress mir Halluzinationen beschert hatte. Ich dachte nicht, dass mein Gespräch mit Ihnen wirklich stattgefunden hatte. Oh, ich verstehe sehr gut, wie Sie sich fühlen müssen. Es liegt nicht in meiner Absicht, Ihnen Unbehagen zu bereiten. Ich hätte Sie auch niemals aufgesucht, wenn die Sache nicht so dringend wäre, erklärte Arthur mitleidig. Damals war ich drauf und dran, meinen Vorgänger über diese Zaubererwelt zu fragen. Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, man würde mich für nicht zurechnungsfähig halten, offenbarte der andere Minister. Arthur musste daraufhin lachen und erzählte belustigt.
Ja, obwohl alle ihre Vorgänger haben das Gleiche geglaubt wie sie, nachdem sie mit unserer Welt Kontakt gehabt hatten. Ist immerhin auch eine Art der Geheimhaltung, wenn kein Minister sich traut, etwas von uns zu erzählen. Was glauben Sie, was man von mir sagen würde, würde ich behaupten, schrumpfhörnige Schnarchkackler sehen zu können? Was bitte? Ach, nichts. Kommen wir zu den wichtigen Punkten, werter Premierminister. Sagte Arthur mit ernster Miene. Der andere Minister warf beängstigt ein. Ich hoffe doch, es geht nicht mehr um diesen Lord. Sie hatten doch das letzte Mal ausführlich geschildert, dass er vernichtet worden wäre. Nein, es geht nicht um Voldemort. Es geht um den Vorfall in Aberdeen. Es ging auch durch Ihre Presse. Sie haben die Zeitung gelesen? Fragte Arthur, der ihm bereits eine Ausgabe der Muggelpost reichte, welche der Premierminister aufschlug und las. Während der Premierminister den Artikel in der Muggelpost durchging, schaute Arthur sich seelenruhig in dessen Büro um. Hier waren viele Gegenstände, deren Funktionsweise er schon beim ersten Besuch hatte erfragen wollen. Doch Harry hatte ihm damals den Ratschlag gegeben, seine Begeisterung für Muggelgegenstände zu unterdrücken. Sein Blick fiel auf ein seltsames Gebilde, welches auf dem Schreibtisch des Premierministers stand. Es waren 5 silberfarbene Kugeln, die von metallenen Stangen an V-förmigen Fäden herunterhingen. Und Arthur brannte die Frage auf der Zunge, was das wohl für ein Ding sein könnte. Über den Vorfall in Aberdeen war der Premierminister zwar längst unterrichtet worden, aber in dem Artikel der Zeitung aus der Zauberergesellschaft standen viele Begriffe, die ihm fremd waren. Natürlich formten sich gleich Fragen in seinem Kopf. Minister Weasley, was ist ein Squib? Fragte er ruhig. Das sind Nachkommen von Zauberern und Hexen, die jedoch keine oder nur wenig magische Fähigkeiten besitzen. Erläuterte Arthur gewissenhaft, woraufhin der andere Minister einen brummenden M-Laut von sich gab. Und diese Squibs haben... Was genau waren nochmal Muggel? Fragte der Premierminister. Ein Muggel ist jemand wie Sie. Eine Person, die nicht zaubern kann. Stellte Arthur freundlich lächelnd klar. Der andere Minister blickte Arthur ungläubig an, bevor er die Zeitung auf den Tisch legte und wiederholte. Ihre Squibs und Zauberer haben unsere Muggel überfallen. Was wollen Sie mir damit sagen? Der Minister wurde etwas ungehaltener, bevor er erbost fragte. Wollen Sie mir damit einen Krieg erklären? Grundgütiger, nein. Und ich würde auch niemals die Bezeichnung meine oder ihre verwenden. In der Zaubererwelt leben auch muggelgeborene Zauberer und Hexen und es gibt viele Squibs aus unserer Gemeinschaft, die hier bei Ihnen als Muggel leben und auch arbeiten. Entgegnete Arthur beruhigend. Dem anderen Minister fiel offensichtlich ein Stein vom Herzen, bevor er witzelnd bemerkte. Ich hoffe, die Squibs zahlen hier auch ihre Steuern, wenn sie hier leben und arbeiten. Geduldig beantwortete Arthur alle Fragen, die der Premierminister an ihn richtete, und mit jeder Antwort machte sich noch mehr Erleichterung in dem Muggelminister breit. Es lag nahe, dass kein Zaubereiminister jemals so ausführlich mit einem Premierminister geredet hatte. Arthur konnte ihm letztlich jegliche Berührungsängste nehmen, bevor er den Überfall auf Aberdeen detaillierter besprach. Sie haben es ja gelesen, aber was mich besonders stutzig macht, warum war es ein Squib und ein Zauberer, die eine Veranstaltung von Mr. Hopkins auf diese drastische Art und Weise überfallen haben? Sie müssen zudem wissen, Premierminister, dass ich aus sicherer Quelle weiß, dass dieser Mr. Hopkins kein Bürger mit weißer Weste ist und er sehr wohl über unsere magische Gesellschaft im Bilde ist. Aber nachweisen konnte ich ihm bisher keine seiner Untaten. Ich möchte daher gern die beiden Festgenommenen bei uns in der Zaubererwelt verhören. Ich möchte die beiden aus dem Muggelgefängnis in unseres überführen, was ich ohne ihre Zustimmung nicht machen wollte. Erklärte Arthur. Der andere Minister stutzte kurz und fragte. Nicht machen wollte? Aber sie hätten es tun können. Ich meine, sie hätten die beiden einfach aus unserer Haftanstalt herausholen können. Ja, das hätte ich schon veranlassen können, aber in dieser Hinsicht war eine Zusammenarbeit mit ihnen meines Erachtens angemessener. Es hätte seltsam ausgesehen, wenn plötzlich ihre Gefängniszellen leer gewesen wären, ohne dass sie auch nur einen Hinweis darauf gehabt hätten, wie diese Menschen... Naja, Sie wissen, was ich meine. Ich wollte Ihnen Aufregung und Ärger ersparen. Sagte Arthur offen.
Das ist sehr aufmerksam von Ihnen, Minister Weasley. Übrigens sagt mir dieser Mr. Hopkins etwas. Erklärte der Premierminister. Aufgrund von Arthurs forderndem Blick erklärte er. Wegen diesem Mann und seiner Gruppe habe ich bereits von verschiedenen Anhängern der Kirche und aufgebrachten Eltern Beschwerdebriefe erhalten. Und ich bin unzählige Male aufgefordert worden, diese Sekte zu verbieten. Doch sind mir da gesetzlich die Hände gebunden. Sie glauben gar nicht, wie die Presse mich eben wegen meiner gebundenen Hände in Bezug auf Hopkins durch den Schmutz zieht. Ich müsste erst Gesetze ändern, um ihn festnehmen zu können, was wiederum andere unschuldige Vereine ebenfalls schädigen würde. Der Mann ist mir seit Beginn meiner Amtsperiode ein Dorn im Auge und ich würde wirklich fast alles tun, um ihn hinter Gittern sehen zu können. Wir konnten Hopkins bisher, und da haben wir beide momentan etwas gemeinsam, überhaupt nichts nachweisen, denn es ist nicht verboten, eine Art Verein zu gründen und Unfug zu verkünden. Er zahlt sogar gewissenhaft seine Steuern. Ich hatte ihm Anfang des Jahres die Finanzbeamten auf den Hals gehetzt, falls wir in seiner Buchführung Ungereimtheiten finden würden, für die wir ihn hinter Gitter hätten bringen können. Zumindest konnte ich es unterbinden, dass diese Sekte sich weiterhin in staatlichen und kirchlichen Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen einnistet, um dort ihre Hirngespinste an den Mann zu bringen. In diesem Sinne wäre ich sehr erleichtert, wenn Sie mich über die Aussagen der Gefangenen in Kenntnis setzen würden. Vielleicht finde ich da etwas, mit dem ich Hopkins das Handwerk legen kann. Arthur machte große Augen. Dann lachte er erleichtert, bevor er sagte: Sie geben mir die Erlaubnis, die beiden Gefangenen in die Zaubererwelt überführen zu dürfen? Nach unserem Gespräch liegt es nahe, dass eine Zusammenarbeit fruchtbarer wäre, als weiterhin alleine herumzustolpern. Denn einer von uns beiden wird ihn sicherlich dingfest machen können. Ich verlange nur eine Kopie der Aussagen dieser Brandstifter. Und ab und an vielleicht ein persönliches Gespräch mit ihnen. Fragte der andere Minister voller Hoffnung. Breit lächelnd ergriff Arthur die Hand seines Gesprächspartners und erwiderte: Es wäre mir eine große Freude, die Zusammenarbeit mit Ihnen als Vertreter der Muggelwelt zu vertiefen. Bevor sich Arthur jedoch dazu entschloss, den Premierminister wieder zu verlassen, fragte er: Sagen Sie, das dort auf Ihrem Schreibtisch? Er zeigte auf das Gebilde mit den metallenen Kugeln. Stellt genau was da? Verzeihen Sie mir die Frage, aber ich habe eine Vorliebe für die Gegenstände von Muggeln. Es ist sozusagen ein Steckenpferd von mir. Arthur lächelte bis über beide Ohren. Der Premierminister lächelte zurück und erklärte, während er sich dem entsprechenden Objekt näherte: Das nennt sich Kugelstoßpendel. Warten Sie, ich demonstriere es Ihnen. Der Premierminister nahm eine Kugel, hielt sie nach oben und ließ dann los. Völlig fasziniert beobachtete Arthur, wie die Kugel an die anderen stieß, doch entgegen seiner Vermutung bewegten sich die mittleren drei nicht die Spur, aber dafür die letzte, denn die schwang nach oben, fiel zurück und das Gleiche wiederholte sich. Fantastisch! Das ist ja ungeheuerlich, schwärmte Arthur. Welchen Zweck hat ein Kugelstoßpendel? Fragte er noch interessiert. Der Premierminister antwortete belustigt: Ich möchte diesem Gegenstand keinen tatsächlichen Zweck zuordnen, Minister Weasley. Er erfüllt in erster Linie den Zweck der Dekoration. Möglicherweise könnte er auch die Nerven beruhigen. Vorsichtig streckte Arthur einen Finger aus und berührte eine der mittleren Kugeln, die sich nicht bewegten, und sagte dann begeistert: Das vibriert ja! Ohne Umschweife nahm der Premierminister das Kugelpendel in die Hand und hielt es Arthur entgegen, während er sagte: Nehmen Sie es als Geschenk, Minister Weasley. Aber das kann ich doch nicht annehmen. Warum? Arthur wurde unterbrochen, als der andere Minister sagte: Wir haben uns heute gegen einen gemeinsamen Feind verbündet, Minister Weasley. Sehen Sie das Geschenk als Symbol unserer engen Zusammenarbeit und Beginn unserer Freundschaft. Arthur war hin und weg und strahlte über das ganze Gesicht. Ich möchte mich vielmals bei Ihnen bedanken. Das bedeutet mir wirklich viel, beteuerte Arthur, bevor er dem anderen Minister die Hand schüttelte und die Muggelwelt mit federleichtem Herz durch den Kamin verließ. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction
Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.